Bonjour, ni hao und hallo. Heute habe ich mal ein ganz internationales Auto dabei. Die Marke ist französisch, der Doppelwinkel verrät Citroën. Die PSA-Marke neben Peugeot, Opel und DS hat den C5 Aircross das erste Mal in China vorgestellt im Jahr 2017. Der ging auch dort zuerst in Produktion und in den Verkauf. Auf dem Pariser Salon 2018 im Oktober hat er die Europapremiere gefeiert, wird natürlich auch in Europa lang gebaut für den hiesigen Markt, nämlich in Frankreich, und ist jetzt seit Ende Februar 2019 auch bei den deutschen Händlern zu haben und deswegen jetzt hier über den Umweg China das französische Auto auch im deutschen Autonotizen-Video. Und damit herzlich willkommen beim Citroën C5 Aircross. An der Front zeigt ein bisschen Extravaganz diese Lichtanordnung. Ich zeige euch hier mal den Blinker, was dann auch Tagfahrlicht ist. Hier oben als Leiste und drunter die Hauptscheinwerfer. Das kennt man mittlerweile von relativ vielen Autos, zum Beispiel auch vom Hyundai Kona und Santa Fe. Dann der neue Skoda Kamiq wird das haben. Aber eigentlich hat Citroën, könnte man sagen, erfunden, nämlich mit dem C4 Picasso oder mittlerweile C4 Space Tourer ist das ja eingeführt worden. Die Leiste hier oben, diese Chromleisten, um die Blinker und Tagfahrlichter finden sich dann auch in dem Doppelwinkel, dem Markenzeichen wieder. Darunter gibt es hier einen Kühlergrill und dann unter dem Kennzeichen nochmal einen großen Lufteinlass. Und hier sehen wir diese silbernen Rahmen, die spielen so ein bisschen mit dem Profil. Da hat Citroën ein bisschen den Mut verlassen, wie ich finde, mit dem C4 Cactus der letzten Generation wurden diese großen Luftpolster an den Seiten eingeführt, Airbump genannt. Und da haben wir anscheinend Kundenbefragungen ergeben, ja, finden die Leute doch nicht so cool, nicht so hübsch. Ich fand es ja ganz nett, als Designspielerei und einfach mal ein praktisches Teil in diesen modernen Autos, die ja immer ja, weniger pflegeleicht eigentlich werden. Also diese Airbump-Technologie gibt es immer noch, ist jetzt aber so nach unten gerutscht. Also hier gibt es jetzt eigentlich einen Kunststoffschweller und es hat mit dem Airbump-System nicht mehr viel zu tun, sondern eben dieses Designelement mit dem Rahmen wird hier auch wiedergespielt, so auch vorne im Stoßfänger. Und das soll hier eben am Profil so ein bisschen die besondere Note reinbringen. Dann gibt es hier eine breite Chromleiste und einen relativ steilen Heckabschluss mit einer geschwärzten dritten Heckscheibe in der C-Säule. Sieht ja gefällig aus, ist also ein ja, massentaugliches, Kompakt-SUV-Modell und genau da will er auch rein, der C5 Aircross, ist 4,50 Meter lang, also ein bisschen länger als ein VW Tiguan und entspricht eben diesem Boom-Segment, teilt sich sowohl die Plattform wie die Motoren und die meiste Technik auch mit seinen Konzernbrüdern. Da gibt es eine ganze Reihe auf dieser EMP2-Plattform, nicht nur Mittelklasse- und Kompaktmodelle, sondern eben auch kompakte SUV, das wären der Opel Grandland X. Zu dem gibt es auch ein Video, das verlinke ich oben. Dann den Peugeot 3008 und für den Premium-Kunden den DS7 Crossback, den durfte ich auch schon fahren. Das Video verlinke ich auch oben. Und der C5 ist jetzt eben der vierte Kompakt-SUV im Konzernbund. Wie das ganze Auto ist auch das Heck freundlich und ruhig gestaltet. Extravaganz fehlt, das hätte man ja von der Marke vielleicht ein bisschen erwartet. Das ist hier so nicht der Fall, sondern es wirkt entspannt. Handwerklich finde ich gut gemacht. Mir persönlich gefallen die Rückleuchten ganz gut. Das Heck entfernt sich verschieden schnell, je nach Wahl der Motorisierung. Es gibt zwei Diesel mit 131 PS und 177 PS starken Diesel. Dann Benziner Dreizylinder 1,2 Turbo mit 131 PS. Und hier haben wir den 1,6 PureTech mit 181 PS Leistung. Ende des Jahres kommt dann wie bei den Konzernbrüdern noch ein Plug-in-Hybrid dazu. Die Kofferraumklappe öffnet elektrisch und für mich nicht weit genug. Derbste Kopfnussgefahr. Ich bin 1,92 groß, wie die meisten von euch wissen. Ich habe in den Untermenüs der Fahrzeugeinstellungen gesucht. Ich habe in der Anleitung gelesen, da gibt es so einen Nebensatz, in dem steht, dass die Heckklappe eben bis zur programmierten Öffnung öffnet. Aber wie man das einstellen kann, keine Ahnung, entweder bin ich zu blöd oder es gibt es nicht. Aber vielleicht hat jemand von euch Erfahrung mit dem C5 und kann mir das in die Kommentare schreiben und mir sagen, wie man das einstellen kann. Dann revidiere ich gerne meine Meinung. Der Kofferraum, der auf dem gibt es natürlich auch eine Meinung, der ist laut Citroën 580 Liter groß. Das wirkt jetzt hier nicht so, sondern hier wirkt es eher wie ein ja, durchaus großzügiger Kompaktklasse-Kofferraum. Da ist natürlich immer mitgerechnet die Reserveradmulde, da haben wir jetzt hier ein Rad drin, die eben auch noch als ja, offiziell zum Stauraum zählt. Und wir haben im C5 eine verschiebbare Rücksitzbank, ich zeige euch das dann gleich drinnen. Und wenn die Sitze nach vorne geschoben sind, dann wird der Kofferraum eben auch noch mal größer. Und jetzt gehen wir, wie immer, nach dem ersten Kofferraumcheck ins Auto hinein.
Optional öffnet der C5 schlüssellos. Und ich fange jetzt heute mal hier an, um euch so mein kleines Problem mit der Gesamtsituation zu zeigen. Ich bin also relativ groß, habe ich eben schon gesagt, und habe relativ lange Beine. Auch im Sitzen ist bei mir vor allem Beinproblem. Jetzt habe ich hier diese Fußstütze links, die extrem weit im Fahrzeuginnenraum steht und dann hier oben auch für große Füße, ihr seht es hier, wie das hier abgeknickt ist, ich passe da nicht gescheit drauf und extrem stark angewinkelt ist mein Bein. Das ist im DS7 und im Opel Grandland X nicht so. So, jetzt habe ich das Problem, damit ich einigermaßen bequem sitzen kann, muss ich den Sitz so ein bisschen weiter nach hinten fahren, wie ich es eigentlich machen würde, was dann dazu führt, dass die Längsverstellung des Lenkrads, die eh relativ kurz ausfällt, nicht weit genug das Lenkrad nach hinten bewegt und ich dann auf Dauer in einer nicht ganz, für mich nicht ganz idealen Sitzposition hier sitze. Dazu kommt auch die breite Mittelkonsole, die gut aussieht und auch ja, relativ nett hier abgepolstert ist, wo aber auch das Knie anstößt und dann hier, seht ihr es vielleicht, wenn man hier nochmal rangeht, ist hier auch so ein Rahmen, der diese Airbump-Form wieder darstellen soll. Und da stößt du mit dem Knie auch immer an diesen Rahmen an. Also das finde ich jetzt nicht so prickelnd für den Fahrer. Jetzt mal angenommen, die Mitfahrer sind auch so groß wie ich. Ich muss also den Sitz relativ weit nach hinten machen. Dann passe ich jetzt hier hinten eigentlich auch gar nicht rein. Ja? Die Füße passen unter den Sitz, das passt, aber ich kann hier nicht bequem sitzen. Ich muss also meine Füße um den Sitz herum und dann gibt es wiederum eine Konsequenz. Du hast nämlich hier im C5 drei Einzelsitze. Ihr seht es hier, dass zum Beispiel der mittlere Sitz, ich kann den auch verschieben, eigentlich ganz cool gemacht und gedacht, dass er so diesen Van-Character, den es ja gar nicht mehr so gibt. Aber wenn jetzt die Menschen hier so sitzen mit den Beinen gespreizt, dann kann ich hier in der Mitte nicht mehr bequem irgendwie eine dritte Person oder eine fünfte Person dann sitzen lassen. Deswegen finde ich so allgemein ist das Sitzniveau im C5 deutlich kleiner als in anderen kompakten SUV. Du sitzt auch viel, viel niedriger. Also wer ein SUV kauft, um diese erhobene oder erhabene Sitzposition genießen zu wollen, der ist hier fehl am Platz. Es wirkt wie in einem nicht allzu geräumigen Kompaktwagen, finde ich. Hier hinten, wie gesagt, drei Einzelsitze, die beiden äußeren mit Isofix, der mittlere nicht, was mich ein bisschen wundert. Es gibt nämlich Testberichte, wo der mittlere Sitz auch Isofix hat. Entweder liegt es hier an der optionalen Nappa-Leder-Ausstattung, was ich mir nicht vorstellen kann, oder irgendwas wurde hier im Serienstandard geändert. Und du kannst dann nicht nur die Sitzposition, sondern natürlich auch hier die Lehnenneigung verstellen, wobei das auch eher so ein bisschen halbscharig ist. Ich kann die also flach und steil machen und das ist aber dann diese Umklappfunktion, das heißt die Sitzfläche bewegt sich auch und umgeklappt wird zu einer fast ebenen Fläche, also laden kann er dann wieder ganz gut. Mit dem Sitzen klappt es so, naja, von der Kopffreiheit, gut, wir haben hier ein optionales Panoramadach verbaut, geht es eigentlich, trotz meiner Größe, Kopfstütze lässt sich auch weit genug rausziehen, aber so richtig bequem finde ich leider sowohl vorne wie auch hinten, zumindest für große Menschen, den C5 Aircross nicht. Die Sitze selber nennt Citroën auch Advanced Comfort. Die zusammen mit dem Fahrwerk sollen die für mehr Komfort sorgen. Die sind stärker aufgepolstert als andere Sitze und betten dich so ein bisschen weicher. Das stimmt auch. Das ist eine schön ja, sofaartige Sitzpolsterung, ohne dass es aber flauschig weich ist. Und Seiten halt, ja, ist jetzt nicht unbedingt da, ist aber auch kein Sportwagen. Die Materialqualität ist überraschend gut hier im Innenraum. Überraschend gut klingt so ein bisschen negativ, also ich habe gar nichts erwartet, aber ist echt gut. Die Materialien sind annehmbar, klar auch viel Hartplastik, das haben wir mittlerweile in vielen Autos, aber das sieht adrett aus, ist sehr gut verarbeitet und auch eine gelungene, finde ich, eine Abstimmung der Materialien. Wir haben hier so eine, zumindest mit dieser braunen Nappa-Leder-Ausstattung, zitiert sich dann die Farbe hier auch im Armaturenbrett. Dann ist hier wie so eine Schlaufe, die aber wirklich in Wirklichkeit keine Schlaufe ist, aber hier ein bisschen als aufpeppendes Element. Dann gibt es hier ein 8 Zoll Infotainment-Display und hier in den beiden größeren der vier Ausstattungslinien hier das voll digitale Instrumentendisplay. Und zu dem komme ich jetzt nochmal. Das sieht extrem gut aus, hochauflösend. Ich kann hier drei verschiedene Farbwelten einstellen. Ich zeige das mal ganz kurz. Also wenn man hier drauf geht, kann man jetzt hier verklickt,
kann man jetzt hier verschiedene Themen auswählen, blau, braun. So, wenn ich jetzt hier braun zum Beispiel sage, dann ändert sich das hier, das dauert ein bisschen, das wird geladen und dann 3, 2, 1, 0 wird es von blau auf braun umgestellt. Nette Spielerei. Wichtiger ist natürlich, dass ich mir hier die verschiedenen Anzeigen mit der linken Taste hier, kann ich mir hier verschiedene Anzeigen herholen. Ich kann zum Beispiel sagen, die Navigationskarte soll groß in das Display. Ich kann aber auch zum Beispiel, was ich sehr schick finde, für Nachtfahrten, ich kann das minimieren. Und dann ist nur die Geschwindigkeitsanzeige und eben die relevanten Fahrassistenten sind dann hier. Und das ist natürlich dann ein bisschen weniger Lichtblendung. Und du kannst es dir aber auch alles dann persönlich einstellen. Ich habe es mir jetzt so eingestellt, dass wir den Tacho in der Mitte haben, die Navigationskarte und hier den Bordcomputer. Den kann ich dann hier hinten wechseln, die verschiedenen Ebenen. Also man sieht schon, es gibt relativ viele Möglichkeiten, das hier alles zu bedienen. Die Lenkradbedienung an sich ist von PSA bekannt. Ich habe hier die Sprachsteuerung und die Lautstärkenregelung, kann dann hier Musikstücke oder Radiosender skippen und die Geschwindigkeitsregelanlage, die sieht man hier nicht, die steckt nämlich hier hinterm Lenkrad. Ja, so ein bisschen fummelig, weil man sieht auch nicht, wo man dann hin will. Da kann ich dann eben die Geschwindigkeit einstellen und auch den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug entsprechend variieren. Dann gibt es Lenkradschaltwippen, die ich, das nehme ich schon mal vorweg, jetzt im Test gar nicht gebraucht habe. Serienmäßig ist eine 8-Gang-Wandlerautomatik eingebaut hier beim 1,6 Liter Benziner. So, das Display hier ist also sehr schön auflösend. Was man aber vom Display in der Mitte nicht sagen kann, die Navi-Karte wirkt so ein paar Jahre zu alt. Auch die Rückfahrkamera ist von der Auflösung her, da muss ich mal hier den Motor kurz anlassen und in den Rückwärtsgang schalten. Die wirkt jetzt von der Auflösung nicht so schick. Das ist das Live-Bild der Kamera und hier ist dann ein sich berechnendes Rundum-Ansichtsbild. Das ist optional in einem Paket verfügbar und das ist grobkörnig. Klar denkt man, man müsste eh nur gucken, wo man hinfährt. Ja, stimmt. Aber wenn es zum Beispiel regnet oder schneit, dann ist die schlechte Auflösung ein bisschen hinderlich, weil es dann natürlich noch schlechter zu erkennen ist. So, machen wir den Motor wieder aus und bleiben noch kurz hier bei der Innenraumbedienung. Ich habe dann hier unter dem zentralen Display hier diese Touch-Elemente, wo ich dann die verschiedenen Ebenen erreichen kann. Das finde ich ganz gut, also dass man direkt dahin kommt. Es gibt nämlich auch nicht wirklich so einen Home-Button. Man würde denken, das hier ist so der Home-Button mit den einzelnen Apps, aber dann komme ich hier auf Apple CarPlay, Android Auto oder Citroën Connect Apps. Da gibt es dann eine Smartphone-App dazu, einen Wi-Fi-Hotspot, den ich aufbaue. Und mit dem kann ich dann auch, hier ist eine Kamera versteckt, die Connected Cam aktivieren. Ich zeige euch das mal kurz am Telefon. Ist eine Spielerei. Du kannst zum Beispiel, ich habe das gestern Abend mal gemacht, dann, das musste man da nah hingehen, hier ein Foto gemacht. Ich hoffe, man sieht das jetzt. Da kannst du also ein Foto schießen von der Fahrzeugfahrtrichtung. Man kann aber auch dann hier Videos aufzeichnen. So, ist dann tonlos natürlich. Also das ist so während der Fahrt passiert. Ich könnte jetzt euch auch ein Video servieren, wo ich die ganze Zeit die Kamera laufen lasse, das dann runterlade. Aber das wäre dann ein bisschen langweilig und öde. Also dazu brauche ich eine App und das muss man dann relativ, hat bei mir so 15 Minuten gebraucht, das zu verbinden. Du musst dann das Auto als Wi-Fi-Hotspot fürs Handy verwenden und andersrum und irgendwann klappt es dann. Das Telefon selber kann man hier induktiv laden. Da ist eine Ladeschale vorne, die aber relativ rutschig ist. Da reichen schon Autobahnauffahrten oder mittelstarke Bremsmanöver. Dann rutscht das Telefon nach vorne oder zur Seite und verliert den Kontakt zur induktiven Ladeschleife. Da muss man also dann immer ein bisschen gucken, lädt es noch, wenn man dann aufladen will. Dann sieht man dann hier vorne so eine grüne Lampe leuchten. Eco Sport gibt es als Fahreinstellungsparameter und hier, das ist auch optional, 250 Euro oder mehr mit spezieller Bereifung dann noch der Grip Control Schalter. Der passt das Motordrehmoment an. Ich habe jetzt hier auf normalen Straßenbetrieb, dann gibt es für Schneeverhältnisse, für matschigen und sandigen Untergrund und eine Bergabfahrhilfe. Damit soll ein bisschen kompensiert werden, dass diese Plattform nicht allradtauglich ist und es eben keins dieser Konzern-SUV mit Allradantrieb gibt. Dann aber als Plug-in-Hybrid kommt eben so ein elektrischer Hang-on-Allradantrieb über den E-Motor mit dazu.
Hier ist die Mittelarmlehne, die ist auch schön weich gepolstert, wie die Sitze. Die klappt auf und dann, ich stecke meinen Arm da mal rein. Ihr seht schon, ich kann den ganzen Arm da, wenn ich das Fach nicht hier noch wegmache. Ja, irgendwie so eine französische Eigenart, Arm ab. Da kann man also richtig viel einladen. So, da wird für manche vielleicht ein Wochenendeinkauf reinpassen. Oder eine Stange Zigaretten, wer noch raucht, keine Ahnung. So, das ist so der Eindruck vom Innenraum. Und was noch fehlt, ist der Fahreindruck. Komfortglas SUV, sagt Citroën in der Marketingkampagne zum C5. Dazu zählen eben diese Sitze, die ich erwähnt hatte, und ein spezielles Fahrwerk. Citroën möchte sich ja wieder als Komfortmarke positionieren, aber es gibt diese pneumatische Federung nicht mehr. Mit dem C4 Cactus ist ein neues Fahrwerk mit hydraulischen Anschlägen eingeführt worden. Und das soll dazu führen, dass der Wagen allgemein ruhiger auf der Straße liegt, dass also die Anschläge in die Federung abgedämpft werden und dass der Wagen nicht nachfedert, wenn du irgendwie, also nach dem Einfedern, wenn er wieder rausgeht. Das klappt auch relativ gut, wenn entspannt gefahren wird. Jetzt hier so Landstraßen, Tempo 70 bis Tempo 100, funktioniert das wunderbar. Da merkt man auch, wenn man darauf achtet, wirklich dieses Zusammenspiel aus den weichen Sitzen und dem Fahrwerk, dass das wirklich gut harmoniert. Dazu ist ein relativ hoher Geräuschkomfort vorhanden. Es gibt eine doppelglasige Verglasung an den vorderen Seitenscheiben, dann nochmal eine spezielle Abdämmung der Motorgeräusche, also vorne zur Spritzwand. Und es ist schon ein ruhiges Fahren hier mit dem Benziner zumindest, 1,6 Liter. Und da macht es, ja, da entspannt es und macht auch Sinn. Da versteht man, was Citroën wirklich vorhatte mit dieser Technologie. Aber, wenn man jetzt in ein Stadtgebiet reinfährt und langsam über Bodenunebenheiten fährt. Jetzt fahre ich zum Beispiel hier mal, das ist ein abgesenkter Bordstein. Da merkt man dann, dass es auch ruhiger fährt, aber also bei solchen, ja, spürbaren Erhebungen, Verwerfungen. Aber wenn du jetzt irgend so Flicken hier hast, wie hier zum Beispiel, dann wird das Auto so ein bisschen ruppiger und rumpeliger. Ist dann schon durchaus stramm abgestimmt. Also das ist so die Gratwanderung auf Reisen, ja, als Nahverkehrs-, also als Stadtauto, nicht so gut geeignet. Dann das Fahrwerk, muss man einfach wissen und nicht zu viel erwarten. So, das zum Fahrwerk. Der Motor selber, 181 PS, das sagte ich schon, und beschleunigt den C5 auf maximal 216 Stundenkilometer, so. Ab 180 wird dann relativ zäh, aber das Auto entspannt dich auch so sehr. Also es erzieht dich echt zu einem ruhigen Fahren und deswegen musst du jetzt auch nicht unbedingt hier die Maximalgeschwindigkeit und maximale Beschleunigung etc. ausreizen. Bei 100 Newtonmeter ist das maximale Drehmoment, liegt ab 1900 Umdrehungen an und ich bin jetzt hier abgebogen, Tempo 30, gehe mal voll aufs Gas. Zweiter Gang bis 70, dritter Gang 90, so knapp über 100, bleibt also im dritten Gang und schaltet jetzt 4,5, müsst jetzt dann auch hochschalten in den siebten Gang direkt und dann adaptiert natürlich die Automatik jetzt mein Gedankengut. Will er jetzt weiter Vollgas geben oder nicht? Jetzt bin ich im achten Gang und kann dann damit wieder entspannt fahren. Also die Motorleistung ist ausreichend vorhanden, ohne jetzt eben hier einen Sportwagen aus dem C5 zu machen. Das soll er ja auch gar nicht sein. Die Fahrassistenten funktionieren gut. Da braucht man, glaube ich, heutzutage nicht mehr groß Worte drüber verlieren. Die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, Spurhalteassistent etc. machen alle ihren Job zuverlässig. Und gut, also die Kameras und Sensoren funktionieren. Also Fahrassistenten sind auf einem hohen Niveau. Was dafür nicht State of the Art ist, ist die Lichttechnologie. Klar haben wir Voll-LED-Scheinwerfer hier im höchsten Ausstattungslevel Schein, aber die sind dann mit einem Fernlichtassistenten ausgestattet. Der blendet also ab und wieder auf.
adaptive Lichtverteilung oder die gezielte Ausblendung des Gegenverkehrs aus dem Fernlichtkegel gibt es aber nicht. Ab 23.290 Euro gibt es die Baureihe, also das Basismodell. Die höchste Ausstattungslinie Shine mit dem 1,6 Liter 181 PS Turbo kostet 36.690 Euro. Der Testwagen, so wie er hier steht, mit Panoramadach, zwei Farblackierungen mit Hallig, Grip Control etc., kommt auf 41.340 Euro. Zusammen mit der Preisfrage stelle ich mir ganz ehrlich auch so ein bisschen die Sinnfrage. Es ist jetzt ein weiteres Kompakt-SUV, ja, der innerhalb des Konzerns, ja, welche Rolle eigentlich einnimmt. Er ist nicht wirklich günstiger als der Opel und der Peugeot. Die kosten beide mit dem gleichen Motor und vergleichbarer Ausstattung so um die 2.500 Euro mehr. Klar ist das Geld, aber das kann man natürlich dann über die jeweiligen Händlerangebote, Leasing- und Finanzierungsangebote austarieren. Wesentlich teurer ist der DS7, eben das Premium-Modell. Der erfüllt so diesen Komfortanspruch, den Citroën früher für sich eingenommen hat. Extravagant war Citroën auch. Das ist jetzt der Peugeot 3008. Und der, ja, rustikale, ich sage nicht spießige Deutsche, der nimmt den Opel Grandland X. Der Citroën ist so irgendwo dazwischen. Er macht ziemlich vieles gut. Aber was mir fehlt, ist so wirklich der eigene Charakter. Er sieht okay aus, er fährt gut, er ist aber wesentlich enger als die Konzernbrüder und viele Mitbewerber auch innen. Kostet ungefähr 5.000 Euro weniger als ein VW Tiguan, das sei noch erwähnt, der aber zum Beispiel deutlich mehr Platz im Innenraum hat. Und ich vermisse beim C5 so ein bisschen das SUV-Fahrgefühl, einfach durch die flache Sitzposition, die relativ kleinen Sitze und vor allem den engen Innenraum. Also, ich habe gemischte Gefühle. Wer nicht so groß ist wie ich, der wird mit dem Auto vielleicht glücklicher auf Dauer. Ansonsten passt alles, ja, beim C5 Aircross. Günstig ist er, oder billig ist er nicht mehr, sagen wir es so. Das will aber auch gar nicht sein. Gut verarbeitet ist er, sieht adrett aus. Und ja, sollte einfach jeder ausprobieren, ob er ihm reicht, ob er ihm passt im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Nachteil der engen Modellpalette auch im Konzern ist natürlich der Vorteil, denn so kann sich jeder aussuchen, was ihm am besten gefällt und am besten liegt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses Video anzuschauen. Den Alltagstest mit vielen Fotos und den technischen Daten gibt es wie immer auf autonotizen.de. Ich verlinke das unten. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen, an den Andi fürs Filmen. Das war der C5 Aircross. Bis zum nächsten Mal bei Autonotizen. Ciao.